Lieber Minister Lies, liebe Podiumsgäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Abend und möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Wasserstoff, vom Träger der Energiewende bis zur Weiterentwicklung der internationalen energiepolitischen Zusammenarbeit willkommen heißen. Mein Name ist Linda Matzke, ich bin Referentin hier im Landesbüro Niedersachsen und Organisatorin dieser Veranstaltung. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind in diesem virtuellen Raum und so großes Interesse an dem Thema zeigen. Wir hatten knapp 300 Anmeldungen und das spricht natürlich auch für das Thema. Daran merken wir auch, dass wir mit dieser Veranstaltung und den dabei aufgegriffenen Fragen zur Thematik Wasserstoff ein Thema behandeln, das sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene von wesentlicher Signifikanz ist. Thematisch eingebettet ist unsere heutige Diskussion in die vom Menschen und insbesondere von der konventionellen Energiewirtschaft verursachte globale Erderwärmung. Der Klimawandel und seine Auswirkungen weltweit zeigen uns auf, dass unsere Art der Energieerzeugung einerseits unsere Natur und unsere Umwelt gefährden und andererseits damit unsere Lebensgrundlagen existenziell bedrohen. Denn die Nutzung fossiler Energieträger wie Erdgas, Erdöl, Kohle geht natürlich mit hohen Treibhausgasemissionen und einem außerordentlichen Verbrauch an Ressourcen einher. Darüber hinaus hat auch die Nuklearkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 2011, Sie mögen sich daran erinnern, deutlich gemacht, wie sehr die Verwendung von Atomkraftenergie mit Risiken verbunden ist. Diese Entwicklungen haben nun dazu geführt, dass die Bundesregierung sich zur Erreichung von Klimazielen verpflichtet hat. Andererseits, so merken wir auch, wird in unserer Gesellschaft die Forderung nach einer Wende spürbar und zu Recht laut formuliert. Klimaneutrales Wirtschaften und dem soll nun bis zum Jahr 2050 erreicht werden. Das heißt, die energiebedingten CO2-Emissionen müssen bis dahin um 95 bis 100% reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, steht das deutsche Energiesystem also vor einer tiefgehenden Veränderung, denn die Energieversorgung wird grundlegend umgestellt. Für die Realisierung der Klimaschutzziele in der Energieversorgung ist nun der Einsatz klimaneutraler Energie und damit eben die Bereitstellung von Energie durch erneuerbare Energien notwendig. Im Rahmen der Energiewende, Sie haben das mitbekommen, wird in besonderem Maße Wasserstoff diskutiert als neuer Superstar. Denn Wasserstoff verspricht, unseren Industrie- und Verkehrssektor zu transformieren und diese Bereiche klimaneutral aufzustellen. Dafür ist jedoch aber ein konsequenter Ausbau der Wasserstoffwirtschaft notwendig. Dieser schnelle Ausbau der Wasserstoffherstellung würde aber wirtschaftliche Implikationen haben. Denn, das sehen wir heute schon, deutsche Unternehmen leisten bereits einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Technologien, die für die Erzeugung, den Transport und den Einsatz von Wasserstoff notwendig sind. Die Wasserstoffwirtschaft könnte somit das Potenzial haben, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft durch die Entstehung neuer Wertschöpfungsketten zu stärken. Diese wirtschaftlichen Implikationen des Ausbaus der Wasserstoffwirtschaft haben aber wiederum dann auch Auswirkungen auf die internationale energiepolitische Zusammenarbeit, die durch solche Änderungsprozesse ganz klar einer Weiterentwicklung bedarf. Die unterschiedlichen Dimensionen, die ich gerade vorgetragen habe, zeigen bereits auf, welche Bedeutung Wasserstoff hier bei uns erhält. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung Wasserstoff als zentrales Glied der Dekarbonisierungsstrategie ansieht und infolgedessen im Juni in diesem Jahr eine nationale Wasserstoffstrategie herausgegeben hat. Der massive Ausbau der Wasserstoffherstellung ist ganz offensichtlich mit vielen, vielen großen Chancen verbunden. Doch man muss auch dazu sagen, es gibt auch eine andere Seite und hier muss man auch kritisch betonen, dass der Energiebedarf bei der Herstellung und Umwandlung von Wasserstoff nicht zu unterschätzen ist, sondern gegenwärtig noch hohe Kosten verursacht. Auch muss klar sein, nur wenn Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energien produziert wird, ist er auch nachhaltig. Denn neben dem vielfach diskutierten und guten grünen Wasserstoff gibt es auch grauen Wasserstoff, blauen und türkisen Wasserstoff. Aber insbesondere der graue Wasserstoff hat dabei eine ganz andere Ökobilanz, eine schlechtere Ökobilanz. Und insofern ergeben sich ja auch schon viele Fragen für den heutigen Abend. Wie kann eigentlich eine nachhaltige Wasserstoffstrategie gelingen? Zählt in besonderem Maße dazu? Und darüber hinaus auch, welche konkreten Ideen oder gar Szenarien für einen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft liegen eigentlich vor? Welche Ansätze gibt es für eine europäische Wasserstoffstrategie? Und welche Rolle kommt Deutschland bei einer globalen Wasserstoffstrategie zu? Das sind alles viele schwierige Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Und ich freue mich daher sehr, dass wir heute Abend ganz tolle Gäste bei uns haben, die uns Antworten auf diese Fragen geben können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Daniela de Ridder, Mitglied des Bundestages und stellvertretende Vorsitzende im Auswärtigen
Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, bei Andreas Rimkus, ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages, sowie bei Olaf Lies, Mitglied des Landtages und vor allem niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Bauen und Klimaschutz, ganz herzlich bedanken, dass Sie alle heute an diesem Online-Format mitwirken und mit uns diese wichtige Fragestellung diskutieren. Ihnen allen gilt ein herzliches Willkommen. Begrüßen möchte ich auch an dieser Stelle Cosima Schmidt, ihres Zeichens Journalistin, Zeitautorin und Buchautorin. Sie wird uns heute als Moderatorin durch den Arm führen. Liebe Cosima, auch dir ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Ich wünsche uns allen nun einen informativen Abend und eine gute Diskussion. Es wird zunächst die drei Impulse geben, die das Thema einer nachhaltigen Wasserstoffstrategie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und dabei drei Dimensionen aufzeigen, die wir heute besprechen wollen. Die umweltpolitische Dimension, die wirtschaftspolitische Dimension und vor allem auch die außenpolitische Dimension. Bevor ich nun an Minister Lies für den ersten Impuls übergebe, möchte ich noch kurz mit ihm besprechen, wie wir in diesem virtuellen Raum miteinander verfahren. Es gibt zunächst die beiden Impulse oder die drei Impulse. Wir beginnen dann die Diskussion, die wir auch ganz schnell eröffnen wollen für Ihre Fragestellung. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen und wir laden Sie auch ganz herzlich ein, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Sie können über die Chat-Funktion Ihre Beiträge und Ihre Fragen stellen. Ein wichtiger Hinweis auch noch an dieser Stelle, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wichtig ist zu wissen, dass Sie selbst nicht abgebildet sind in dieser Aufzeichnung, sondern abgebildet werden nur ausschließlich die PodiumsteilnehmerInnen und Frau Schmidt. Ich schlage vor, dass wir in das Thema einsteigen und übergebe an dieser Stelle an Minister Lies. Bitte schön, Sie haben das Wort. Matzke, ganz herzlichen Dank, liebe Teilnehmer, liebe Daniela, lieber Andreas. Ich freue mich, dass wir heute Abend zusammenkommen. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Diskussion gleich, die ja dann auch von Cosima Schmidt moderiert wird. Ich glaube, das wird ganz spannend, weil die Diskussion miteinander macht das eigentlich aus. Aber ich finde es auch sehr schön, dass wir in drei Impulsen ein bisschen die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema darstellen können. Und ich bin erstmal total begeistert, dass so viele dabei sind. Also ich meine, das zeigt, glaube ich, dass in schwierigen Zeiten, in denen wir gerade sind, Zukunftsthemen nicht an Bedeutung verlieren, sondern dass gerade die Friedrich-Ebert-Stiftung sich auch wirklich zu Herzen nimmt und auf die Fahne schreibt, diese Themen auch voranzubringen. Und deswegen ist das eine gute Gelegenheit, ein Thema zu diskutieren, das ja unglaubliche Begeisterung auslöst. Also ich bin Ingenieur von Haus aus, bin immer total begeistert, wenn ich auf Veranstaltungen gehe und man spricht über Wasserstoff und man sieht sozusagen das Leuchten in den Augen. Ich bin immer eigentlich überrascht, weil vor 2, 3, 4 Jahren wäre das nicht der Fall gewesen. Also eine große Begeisterung, eine große Offenheit für ein Thema, was bei Technologiefragen auch nicht immer der Fall ist, und eine große Neugierde, was denn für Perspektiven sich mit dem Thema Wasserstoff verbinden. Eigentlich eine ideale Voraussetzung, ein solches Thema anzugehen. Aber, und ich glaube, das muss man sagen, das ist ja kein Experiment. Wasserstoff ist nicht neu. Wasserstoff betreiben wir seit ewigen Jahren. Ich meine, aus den Diskussionen, aus dem Roman von Jules Verne, Wasserstoff ist die neue Kohle, sozusagen damals dem Ingenieur in seinem Roman in seine Worte geschrieben, wurde ja schon deutlich, dass das Thema länger schon da ist. Und ich erinnere mich selber auch in meiner Studienzeit, auch danach, dass das Thema Wasserstoff immer eine große Bedeutung hat, übrigens auch in der Mobilität zum Beispiel. Aber wir haben damit nicht von dem Wasserstoff gesprochen, von dem wir heute reden. Weil der Wasserstoff, von dem wir in der Vergangenheit gesprochen haben, war der graue Wasserstoff. Wir haben Erdgas genommen und dort aus Erdgas Wasserstoff gewonnen, weil wir es für den Prozess brauchten vor allen Dingen und haben damit aber CO2-Emissionen verursacht. Und deswegen ist das, was wir bisher an Wasserstofftechnologie kannten, zwar technologisch vergleichbar, aber in der Zielsetzung nicht vergleichbar. Und das ist jetzt ebenfalls kein Experiment, sondern über allem steht Klimaschutz. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder deutlich machen, weil ich immer wieder, ich habe es gerade auch im Chat gesehen, da wird immer gesagt, naja, aber überlegt mal, wie viel Energie ich brauche, um Wasserstoff herzustellen. Das stimmt. Aber über allem steht Klimaschutz und über allem steht die Idee, Klimaschutzziele in unserem Land zu erreichen. Und Klimaschutzziele erreichen heißt eben, wir werden natürlich mit weniger Energie auskommen müssen, ohne Frage. Wir brauchen heute in Deutschland ungefähr 2.500 Terawattstunden im Jahr. Und wir werden uns anstrengen müssen mit Energiereduzierung, mit Einsparung, mit all dem, was wir machen. Aber weit unter 2.000 Terawattstunden werden wir nicht kommen. Vielleicht kommen wir auf 1.900 Terawattstunden. Wir haben heute einen Strom im Netz von ungefähr 550, 560 Terawattstunden. Das heißt, ein ganz großer Teil der Energie, die wir heute in unserem Land nutzen, ist natürlich fossile Energie in direkter Form mit Öl, mit Gas oder auch mit Kohle. Und insofern ist die große Aufgabe, die wir haben, Klimaschutzziele zu erreichen, dabei große Mengen an erneuerbaren Energien auch zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist nach dem Klimaschutz der zweite Schritt
Wir brauchen einen Ausbau an Erneuerbaren. Wir können noch so viel über Wasserstoff reden. Das alles wird nur funktionieren mit einem konsequenten Ausbau an erneuerbaren Energien, mit denen wir viel schneller vorankommen müssen, als das bisher der Fall gewesen ist, viel konsequenter vorankommen müssen. Und ich komme gerade aus einer Veranstaltung mit unserem Landesverband Erneuerbare Energien hier in Niedersachsen, die natürlich auch drängen und sagen, warum geht es bei Wind nicht voran? Warum geht es bei Photovoltaik nicht voran? Warum geht es beim Netzausbau nicht voran? Vielleicht auch, weil wir noch nicht beherzigen, dass die Begeisterung für Klimaschutz nicht ausreicht, sondern wir auch eine Begeisterung entwickeln müssen für erneuerbare Energien, die in unserem Land auch gebaut werden. Der Aspekt, den wir dann aber in der Vergangenheit kannten, war, und das kommt so ein bisschen auch bei den Fragen raus, wir haben die Energiewende der Zukunft viele Jahre lang nur als Stromwende betrachtet. Die Botschaft in Deutschland war, Energiewende ist eine Stromwende. Weg von dem fossilen Strom hin zu erneuerbarem Strom. Das ist in Teilen auch richtig und es bleibt auch der effizienteste Weg. Jede Kilowattstunde erneuerbare Energie, die ich als Strom direkt nutzen kann, ist eine hervorragende Kilowattstunde erneuerbare Energie. Und wir werden das in vielen Bereichen erleben. Deswegen bin ich in einigen Bereichen ein bisschen skeptisch, ob die Wasserstoffanwendung perfekt ist. Wenn ich jetzt sage, ich möchte als Umweltgesichtspunkt und Klimaschutzgesichtspunkt in der Mobilität eine Veränderung, dann werde ich im Pkw-Bereich aus meiner Sicht wenig Wasserstofffahrzeuge haben. Wenn das Fahrzeug schwerer wird, wenn die Distanz größer wird oder wenn wir über die Busse reden, dann macht es Sinn. Aber wenn ich den Pkw nehme, ich bin jetzt gerade auch mit meinem Elektroauto, dem Elektrodienstwagen wieder vom Termin her gekommen, dann ist das batterieelektrische Auto die kluge Lösung. Ich weiß, das löst immer Diskussionen aus, weil sich plötzlich alle Wasserstoff wünschen und über die Batterie und ihre Herstellung reden. Aber das muss man realistischerweise sagen, da ist es auf jeden Fall vernünftig, auf die batterieelektrische Mobilität zurückzugreifen. Aber das, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, nämlich zu sagen, alles wird Strom sein, das muss sich wandeln. Wir brauchen zur Entkopplung der Erzeugung und des Verbrauchs Speicher, gerade wenn ich über die fluktuierende Energie der Erneuerbaren rede. Das geht nicht in Batteriespeichern der großen Zahl, weil wir dort nie die Menge speichern können, über die wir reden. Das geht aber in anderer Form. Das geht zum Beispiel in der Wasserstoffform. Das geht in den Netzen, das geht in Kavernenspeichern. Wir brauchen für bestimmte Anwendungen den Wasserstoff als Ersatz für den Wasserstoff, den wir heute einsetzen, in der Chemie zum Beispiel. In der Chemie setzen wir Wasserstoff als grauen Wasserstoff ein. Das heißt, bei der Erzeugung des Wasserstoffs werden CO2-Emissionen freigesetzt. Wenn wir das mit grünem Wasserstoff machen, hätten wir in der Chemieindustrie eine Reduzierung. Oder nehmen wir das Thema der Stahlindustrie, wo man prozessbedingt den Koks ersetzen kann durch eben Wasserstoff. Und da sehen wir also, der Umweltgesichtspunkt der erneuerbaren Energien und des grünen Wasserstoffes nach einer klugen Aufteilung, wann macht etwas Sinn, ist genau der richtige Weg. Und genau das müssen wir dringend voranbringen. Wir müssen nur immer sagen, Wasserstoff von gestern, also der graue fossile Wasserstoff, ist nicht der neue Wasserstoff, über den wir heute reden, als grünen Wasserstoff. Und vielleicht haben wir in der Diskussion nochmal Gelegenheit, auch über blauen oder andere Farben des Wasserstoffs zu reden. Immerhin der Wasserstoff schon mit verschiedenen Farben nachher. Das macht ihn, glaube ich, für viele schon mal interessant und neugierig. Wir haben also die Chance, Umweltziele, Klimaziele in unserem Land zu erreichen, auch Wachstum und Wohlstand zu ermöglichen, indem wir in Zukunft investieren und gerade in Zukunft investieren, wenn wir eben in erneuerbare und grünen Wasserstoff investieren. Und die Aufgabe, die wir jetzt haben, die vor uns liegt, ist, wie organisieren wir diesen Prozess? Und ich bin neben der Funktion als Umwelt-, Energie-, Bau- und Klimaschutzminister auch Vorsitzender des Beirats der Bundesnetzagentur. Wir werden Wasserstoff eben auch transportieren müssen. Das heißt, wir reden von der Herausforderung, dass wir heute ein Netz haben, in dem wir fossiles Gas haben und die Aufgabe morgen sein wird, dieses fossile Gas durch grünes Gas zu ersetzen, um diesen Wasserstoff zu transportieren an die Anwendungsstellen, wo wir eben diesen grünen Wasserstoff brauchen, zum Beispiel in der Industrie oder auch in Teilen in der Mobilität oder in anderen nutzbaren Bereichen. Das wird also die große Aufgabe sein. Und die riesengroße Aufgabe, und das sehe ich immer wieder, wenn die Diskussion kommt, ist, macht es nicht mehr Sinn, den Strom als Strom zu nutzen und ihn nicht in Wasserstoff zu wandeln. Und darauf will ich einmal eingehen, wenn man sich mal die Energie der Zukunft ansieht. Wir sind durchaus in der Lage zu sehen, wie ist die Struktur jetzt. Wir müssen aber überlegen, wo wollen wir hin? Wir wollen hin, dass wir 100% der Energie aus Erneuerbaren haben. Das ist noch ein langer Weg dahin, aber wir sind auf dem guten Pfad und 100% Erneuerbare heißt, wir haben große Mengen Windenergie, große Mengen Photovoltaik, wir haben auch Biomasse noch und wir werden natürlich gerade mit Sonne und Wind große Mengen erzeugen, aber wir werden mal zu wenig haben, deswegen müssen wir speichern. Wir werden mal deutlich zu viel haben und dann sollten wir die Energie nutzen. Genau dieser Punkt, die erneuerbaren Energien, den Strom, den ich sonst nicht nutzen könnte, in Wasserstoff zu transformieren,
ist nicht Verlust von Energie und ist nicht Wirkungsgradverlust, sondern es ist eine Energie, die ich nicht nutzbar machen könnte, pure Energie, nämlich grünen Wasserstoff zu gewinnen. Und die Form, diesen Wasserstoff einzubringen in Mobilität, in Industrie, ist die riesige Chance, einen Prozess oder eine Form der Anwendung, die sonst CO2 emittieren würde, zu einer CO2-freien Struktur zu machen. Also echte Umweltpolitik, die wir haben und echte Zielsetzungen, die wir damit betreiben, gerade wenn wir das Thema Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam denken und nicht gegeneinander denken. Und diese Aspekte, die wir heute haben, die wirtschaftlichen Implikationen, aber auch ernsthafterweise die außenpolitischen Implikationen, die eine Riesenrolle spielen, sind dabei entscheidend, weil wir brauchen auch Strukturen, wie wir diese Energie nicht nur erzeugen, sondern auch importieren. Wir importieren heute den größten Teil der Energie, die wir verbrauchen, und wir werden auch morgen große Teile, sogar die wesentlichen Teile, importieren. Und wir müssen auch diese wesentlichen Teile des Imports realisieren. Und da wird ein großer Teil auch dort die Küste sein. Wir werden das in direkter Form auf See zum Beispiel, Windenergie auf See, in Wasserstoff wandeln und Wasserstoff an Land holen. Oder wir werden Wasserstoff aus anderen Regionen der Welt, die eben Sonne und Wind und Wasser natürlich haben, nutzen, um dort den grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und wir werden heute schon erleben, dass in vielen Regionen, die heute noch fossile Energie verkaufen, morgen die Idee ist, grüne Energie auf den Markt zu bringen, aber bitte dann direkte grüne Energie aus Erneuerbaren. Da ist ein unglaublicher Wechsel, der stattfindet, eine unglaubliche Veränderung, die dafür sorgt. Das ist das Bild, das aus meiner Sicht, ich will es auch mal so offen, wir Sozialdemokraten zeichnen müssen. Es führt kein Weg an konsequentem Klimaschutz vorbei. Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. Es führt aber auch kein Weg daran vorbei, dass wir wirtschaftlich weiter erfolgreich sind, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass Kolleginnen und Kollegen, die heute in Branchen tätig sind, morgen noch eine Perspektive haben. Und das, was Aufgabe der Sozialdemokratie ist, ist den einen Teil, den konsequenten Klimaschutz, mit dem anderen Teil der wirtschaftlichen Entwicklung und der Perspektive auf Arbeit zu verbinden. Und da ist neben den klassischen Erneuerbaren der Wasserstoff eine Riesenchance. Wir würden einige Themen der Industrie in unserem Land morgen gar nicht mehr haben, wenn wir sie nicht rechtzeitig und konsequent umstellen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, das ist ein wichtiger Baustein. Wir müssen diesen Baustein voranbringen. Aus Umwelt- und Klimaschutzpolitischer Sicht ist neben den Erneuerbaren, den Elektronen, die wir übertragen, der Wasserstoff, also den Molekülen, die wir übertragen, das ist eine Riesenchance. Wir übertragen Energie und wir haben Stoffströme, nämlich Wasserstoff, den wir nutzen können. Und ich würde mich freuen, wenn auch dieser Dialog heute dazu beiträgt, dass nicht die Begeisterung genommen wird. Die ist schon wirklich gut. Aber dass wir auf die realistische Notwendigkeit kommen, und ich habe leider oft in Berlin mit den Kritikern der Energiewende und des Klimaschutzes die Situation, dass sie sagen, naja, das mit den Erneuerbaren und der vielen Windenergie, das finde ich blöd. Aber das mit dem Wasserstoff, das finde ich eine gute Lösung. Und den müssen wir zumindest ermitteln, ohne erneuerbare Energien auch kein grüner Wasserstoff. Und wenn uns das gemeinsam gelingt, wäre das gar nicht schlecht. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Lies, für diese einführenden Worte. Ich kann mich nur anschließen, ich freue mich, dass es so viele Leute gibt, die wirklich aus ganz Deutschland, habe ich schon gesehen. Es gibt Leute, die sich aus Jena zugeschaltet haben, aus Dortmund, aus Düsseldorf, aus allen möglichen Orten in Niedersachsen natürlich auch. Und dass wir heute hier alle uns in diesem virtuellen Raum zusammenfinden können, um über dieses Thema zu diskutieren, das finde ich großartig. Also ich freue mich auch, es ist ein Thema, wir haben es schon gemerkt, da hängen viele Hoffnungen dran, viele Erwartungen auch. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen sortieren können heute, welche Hoffnungen sind berechtigt, wo gibt es vielleicht auch einen Hype, der dann in der Realität vielleicht doch etwas schwerer umzusetzen ist. Und ich freue mich, dass wir dieses Thema aus so drei sehr unterschiedlichen und allesamt wichtigen Richtungen beleuchten heute. Ich möchte gar nicht so lange reden, sondern die Zeit für Diskussion und für Input nutzen und übergebe das Wort an Andreas Rimkus. Denn gerade, wir haben es ja schon gehört, an diesem Thema hängt nicht nur eine klimapolitische Frage, da geht es auch um Wirtschaft und um Wirtschaftspolitik und was gestalten wir heute für die Wirtschaft von morgen. Herr Rimkus, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank. Ich freue mich ausdrücklich, dass wir die Gelegenheit haben, in so einem Format zusammenzukommen, um diesem Hype des Wasserstoffs und der Kernfrage, welche Farbe hat er eigentlich, sozusagen ein Stück näher zu kommen. Ich freue mich ausdrücklich und sehr, dass wir das in so einem Format machen. Liebe Daniela, lieber Olaf, wir sind in regelmäßigen Gesprächen darüber. Und ich glaube auch, diese drei Dimensionen sind auch tatsächlich. Die zusammenzubringen bedeutet, Sektoren zusammenzubringen. Also das, was ich immer sage, ist ja, Sektorkoppel muss man schaffen. Ich bin übrigens von Hause aus, weil Olaf, wie es ja auch gesagt hat, wo er herkommt, ich bin von Hause aus Elektromeister.
und baue in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, seit 41 Jahren Stromnetze. Und als solcher weiß ich, dass die Zukunft im Gas liegt. Das hört sich jetzt in der Tat komisch an, dass ein Elektromeister so etwas sagt, aber es liegt genau an den Parametern. Und ein paar Leitsätze vorneweg. Der erste Leitsatz, den ich sagen möchte, ist, wenn wir aus der Stromwende eine Energiewende machen wollen, brauchen wir das Gas. Wenn wir aus der fossilen Welt rauskommen wollen, müssen wir in die defossile Welt einsteigen. Wenn wir weniger Carbon verwenden wollen, müssen wir schauen, dass wir Elektronen und Moleküle in einer anderen Form zusammenbringen. Die Natur macht es uns eigentlich vor. Die Natur macht aus Sonnenlicht und CO2 ziemlich viel Wachstum. Es entsteht Pflanzenwachstum, es entsteht Sauerstoff. Dieser Prozess der Photosynthese ist eigentlich einer, den wir nachbilden wollen, ingenieurtechnisch. Und diese Nachbildung gelingt über den Pfad des Wasserstoffs. Weil wir sammeln Wind- und Sonnenenergie ein. Das ist das, was uns die Natur sozusagen kostenfrei in fast unbegrenzter Art und Weise zur Verfügung stellt. Wir bereiten es technologisch auf, indem wir es zu Strom machen. Diese Wind- und Sonnenenergie aus dem Strom würden wir Wasserstoff machen. Damit würden wir den Strom haltbar machen. Das ist der entscheidende Punkt. Man weiß, dass man Strom nicht haltbar machen kann. Er ist sehr fluktuell da. Man muss ihn dann produzieren, wenn man ihn benötigt. Und natürlich können die Batterien, von denen wir immer sprechen, die ja im PKW eine Hauptanwendung dann auch finden, werden in Zukunft immer stärker auch etwas abpuffern. Aber wenn wir zum Beispiel über die Frage von Stahlerzeugung sprechen oder auch von Prozessen in Chemieanlagen, also da, wo wir wirklich große Energiemengen benötigen, wird klar, das werden wir mit Batterien nicht lösen können. Und dann kommen diese speziellen Aufgaben hinzu, von denen Olaf Lieser schon gesprochen hat, nämlich der Schwerverkehr, Luftfahrt beispielsweise, die Schiffe, aber auch die langlaufenden LKWs, aber auch möglicherweise Flottenfahrzeuge, die eben lange unterwegs sind und kurze Standzeiten haben. Und insofern muss man sich lösen von Glaubenssätzen. Und das ist ein drittes Petitum, was ich heute geben möchte. Ich glaube nicht daran, dass die Kupferplattenjünger recht haben. Ich glaube auch nicht, dass die Autarkiepäpste recht haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Effizienzmönche recht haben. Sie haben alle ein Stück Recht, aber zusammengenommen wird etwas anderes gemacht werden müssen. Nehmen wir ein Beispiel dafür, warum die wirtschaftliche Frage so entscheidend ist. Wir diskutieren ja in diesen Tagen über die Farben. Und ich sage das sehr deutlich, es ist nicht der Grüne, es ist nicht der Blaue, es ist nicht der Türkise, der Graue oder auch der französische Gelbe, aus Atomstrom gewonnene Wasserstoff. Es gibt nur eine einzige Farbe, die zählt, das ist die rote. Wasserstoff hat eine rote Farbe, weil es geht darum, aus der Strom die Energiewende zu machen, aber bezahlbar, sozial abgefedert, ökonomisch erfolgreich, ökologisch sinnvoll. Das ist der entscheidende Punkt. Damit ist die Sozialdemokratie in sich gefordert, aus meiner Sicht, da viel, viel mehr zu machen, viel, viel mehr zu steuern. Ich habe das mal in der roten Energiewende niedergeschrieben. Für diejenigen, die es interessiert, auf meiner Homepage. Ansonsten einfach mal unter rote Energiewende googeln. Da findet man die diversen Quellen, wo das alles schon drauf ist. Oder einfach meinen Namen eingeben. Manchmal reicht es auch, wenn man schreibt Wasserstoffbotschafter. Dann findet man das entsprechend auch. Ich glaube, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Leidenschaft löst man aus darüber, dass wir fleißig diskutieren über technologische Wege. Aber wir müssen uns den wirtschaftlichen Erfordernissen hinwenden. Das ist der Grund, warum die Wasserstofftechnologien insgesamt, die es ja schon seit über 100 Jahren gibt und bekannt sind, und wir alle kennen das aus dem Unterricht, Knallgas, ne? man spaltet eben Wasser auf, man zerlegt Wasser in Luft, in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff, und dann kann man das entsprechend nutzen und sozusagen spektakuläre Versuche damit auch starten. Das ist ein uraltes Prinzip. Was aber neu ist, ist sozusagen die wirtschaftliche Nutzbarkeit. Weil wir entdeckt haben, dass wir tatsächlich, je mehr erneuerbare Energien wir im System haben, wir eine Möglichkeit benötigen, Fluktuationen auszugleichen. Um es da deutlich zu sagen, das, was wir tagsüber produzieren, müssen wir auch nachts haltbar machen oder eben vom Sommer in den Winter verschieben können. Und deswegen ist diese neue Art der Energiewirtschaft neben der Erzeugung, neben dem Transport und neben der Verteilung eben wichtig, nämlich der vierte Punkt, der dazu kommt, das Speichern. Ich komme aus der sozialdemokratischen sozusagen Familie und da war das immer klar,
Man ging in den Kleingarten und dann hat der Pflaumenbaum, der alle 2 Jahre getragen hat, und zwar richtig viel getragen hat, der wurde abgeerntet und nicht eine Pflaume ist verloren gegangen. Die kamen alle in so ein Weckglas. Ich glaube, wir hatten tausende Weckgläser im Keller stehen und die 2 Jahre ist davon ja, gut gewirtschaftet und gut gelebt worden. Also Pflaumenkuchen wurden belegt und diverse andere Dinge wurden davon gemacht. Das, was also meine Familie immer schon getan hat, übersetzen wir heute. Die wirtschaftlichen Aspekte sind gigantisch. Es gibt Studien, die sagen, dass wir weltweit eine Produktionskapazität von 70.000 Gigawatt installierter Wasserelektrolyse benötigen würden, um den Bedarf der Welt an erneuerbaren Energien und an Haltbarmachung derselben sozusagen über den Wasserstoff als Transport- und Speichermedium möglich machen können. 70.000 Gigawatt. Wenn man weiß, dass 1 Gigawatt die Leistung eines kleineren Atomkraftwerks ist, kann man sich die Dimension ungefähr vorstellen. Für Europa runtergebrochen hat Franz Timmermans für die Kommission gesagt, dass er davon ausgeht, dass im Jahre 2050, und das ist für energiewirtschaftliche Zyklen ein sehr kleiner Zeitraum, dass schon in 30 Jahren ungefähr 1 Billion Euro dieser Speichermarkt sozusagen einen Wertschöpfungswert haben wird. 1 Billion Euro. Und wir meinen tatsächlich die europäische Billion und nicht die amerikanische, 1.000 Milliarden Euro jedes Jahr an Wertschöpfungspotenzial. Und dieses Wertschöpfungspotenzial umgesetzt bedeutet in Europa etwas um 1,3 Millionen Arbeitsplätze und für Deutschland hochgerechnet, je nachdem, welche Kompensationen man nimmt, Ausstieg aus der Braunkohle, Ausstieg aus der Steinkohle, Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, in die Speichertechnik, ungefähr ein Vorteil von um die 130.000 bis 150.000 Arbeitsplätzen, zu denen, die heute wegfallen. Übrigens auch in der Autoindustrie ja wegfallen, weil wir wissen, dass wir elektrische Antriebe mit weniger Bauteilen herrichten können, wie das heute beim Verbrennungsmotor noch der Fall ist. Insofern ist das ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft, auch daran zu gehen, das in den Blick zu nehmen. Und ja, es ist so, die Photosynthese ist ein sehr effektives Element, aber sie ist nicht effizient, weil der Wirkungsgrad der Photosynthese liegt tatsächlich bei 0,5%. Trotzdem macht die Natur das, weil es einfach der richtige Pfad ist. Insofern ist die Frage die rein technische Frage, tank to wheel, die rein technische Frage des Wirkungsgrades eine, die zu kurz greift. Und im Übrigen, da wird Daniela, die Ritter ja nachher noch eingehen, auch in der Zusammenarbeitsfrage ist das zu kurz greifend. Wir sind eine Exportnation. Wir exportieren Waren, die Welt haben möchte, weil wir gute Waren produzieren. Wir haben hohe Qualität bei PKWs, bei LKWs. Wir haben hohe Qualitäten im Schiffbau. Wir haben hohe Qualitäten in der Systemausrüstung, im Maschinen- und Anlagenbau insgesamt. Und die Welt kann uns auf einer partnerschaftlichen Ebene die Energien liefern. Wie schön wäre das, wenn beispielsweise rund um das Mittelmeer eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe entstehen würde. Eine Partnerschaft, von der Willy Brandt und Olaf Palme schon vor über 30 Jahren im Abschlussbericht des Nord-Süd-Dialogs berichtet haben. Nämlich, dass wir mit den Staaten in Afrika eine Partnerschaft eingehen, das produziert wird, dort, wo viel Wind und Sonne zur Verfügung steht, dann in idealer Weise geeignet transportiert wird, wir das entsprechend nutzen können und im Gegenzug wir Maschinen und Anlagen sozusagen verkaufen können. Das Ganze eben nicht im Sinne einer neokolonialistischen Einstellung, sondern tatsächlich auf Augenhöhe, auf partnerschaftliche Art und Weise. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn dann die Amerikaner mit ihrer 6. Flotte nicht mehr im Mittelmeer patrouillieren müssten, um unsere Quellen der Energien zu sichern, sondern wir das sozusagen in einem demokratisierten Weltmarkt machen können. Und insofern hat auch das erste Element des Periodensystems, nämlich der Wasserstoff, auch hier das Potenzial, noch eine weitere Dividende hinzuzuholen, nämlich eine Friedensdividende neben dieser wirtschaftlichen Dividende. Und das Schöne daran ist, ich bin selber Elektromeister, aber ich sage immer, wir brauchen die Öhre der Welt dafür, dass wir vorwärts kommen. Das sind jetzt nicht gemeint im Rahmen der Kreislaufwirtschaft und der Müllentsorgung Öhre. Das sind ja so diese regulatorischen Anwendungen. Nein, ich meine die Monteure und die Ingenieure, weil wir brauchen das Wissen der Menschen,
um diese Vorgänge, um das umzusetzen, das möglich zu machen. Wir können Arbeitsplätze transformieren, erhalten. Wir können Qualitätsarbeitsplätze schaffen, gute Arbeit schaffen in guten Unternehmen mit guter Tarifstruktur, mit guter Mitbestimmungsstruktur. Ich selber bin lange Jahre Betriebsrat gewesen. Deswegen weiß ich, dass das Hoffnung machend ist. Wir sind als Sozialdemokraten die Partei und die Menschen, die Hoffnung in die Welt bringen wollen, die Zuversicht in die Welt bringen wollen. Und deswegen können wir uns auch Technologieoffenheit erlauben. Wir wissen, dass wir richtige Pfade eingehen können. Ich jedenfalls bin da fest überzeugt, dass wir das mit viel Wollen schaffen. Eine verkürzte Debatte, ob der Pkw nun tatsächlich eine Brennstoffzelle hat oder nur eine Batterie, ist völlig zu kurz gegriffen. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um die Zukunft unserer Wohlfahrtsgesellschaft in Europa, in der Welt. Und ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand. Und dieses kleine Element ist möglicherweise der Schlüssel dazu. Deswegen glaube ich, dass Jules Verne recht hat aus der damaligen Beschreibung. Aber heute würde ich sagen, wir müssen aus dem Champagner-Wasserstoff den Sprudelwasser der Welt machen. Etwas, was eben für alle günstig zur Verfügung steht und was die Lebensgrundlage werden kann. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich eingeladen bin, heute mit Ihnen, mit euch zusammen zu diskutieren. Und freue mich jetzt darauf, dass ich auch mal Daniela hören kann, um sozusagen die dritte Dimension, die wir heute ansprechen wollen, mit professionell noch in die Debatte hineinzubringen. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen für die einführenden Worte, auch für diesen persönlichen Einblick in das, warum dieses Thema Sie beschäftigt und bewegt und warum Sie mit so viel Begeisterung dabei sind. Ich möchte gleich das Wort übergeben an Dr. Daniela de Ridder. Es ist ja schon deutlich geworden, das, was wir hier tun oder was wir hier planen, das kann Deutschland nicht alleine, das kann auch die EU nicht alleine. Es gibt einen Bedarf danach, auch nochmal auf neuer Ebene mit anderen Ländern zu reden, Ländern, wo mehr die Sonne scheint als bei uns und mehr Wind weht als bei uns, da vielleicht sich auch neue Formen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe etablieren. Frau de Ridder, Sie haben das Wort, uns zu schildern, was das denn jetzt für geopolitische Auswirkungen hat, auch wie sich da Machtstrukturen möglicherweise verändern werden. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich sage nochmal einen ganz freundlichen, hoffentlich erbaulichen Abend mit spannenden Diskussionen in die Runde. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute Abend dieses doch sehr wichtige und vor allem zukunftsorientierte Thema diskutieren können. Als stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses habe ich in diesem Jahr im März meine letzte Auslandsreise gemacht. Corona-bedingt gingen keine weiteren Reisen, aber diese Reise hat mich in den Oman geführt. Und ich will das einfach mal kurz schildern. Der Oman gehört ja zu den ölexportierenden Ländern und geriet durch den Ölpreisverfall in eine richtig satte Wirtschaftskrise, wie wir heute sagen würden und wie wir konstatieren können. Und der Begriff, der an vielen, vielen Stellen in den Gesprächen, die ich dort führen konnte, fiel, war der Wasserstoffstrategie. Auch die Golfstaaten im Übrigen brauchen und setzen auf Wasserstofftechnologie und weitere Entwicklung, denn sie wissen ganz genau, Öl ist nicht nur endlich, Öl ist möglicherweise auch nicht ökologisch genug, um die Energie der Energieträger der Zukunft zu sein. Um Öl, und damit bin ich auch schon bei dem Ball, den der Andreas Rimkus mir zugeworfen hat, um Öl wurden eben auch schon Kriege geführt. Ob um Gas und Erdgas und Kohle auch Kriege geführt werden, das wird sich hoffentlich nie erweisen, weil wir wissen, und deshalb hat eben Wasserstofftechnologie, Wasserstoffstrategien immer auch eine friedenspolitische Dimension. Nun können wir darauf setzen, dass damit auch eine sozial-ökologische Wende eingeleitet wird, aber sie hat eben auch eine ganz, ganz wichtige außenpolitische Dimension und damit eben auch Fragen unserer sozialen Sicherheit. Denn wir sind ein Hochverbraucherland und wollen wir Arbeitsplätze sichern, unseren Vorsprung möglicherweise auch in Technologie und Innovation sichern, dann brauchen wir im Grunde auch verlässliche Strukturen, die das mit absichern helfen. Ich habe eben schon im Chat gesehen, darauf will ich auch gerne eingehen, dass das in der Tat eine europäische Dimension hat, aber auch eine weltweite Dimension. Ich will vielleicht zunächst mal
zu der EU-Dimension etwas sagen. Ja, wir haben im Pariser Klimaabkommen ja auch vereinbart, dass wir unsere CO2-Emissionen reduzieren wollen, dass wir den Klimaschutz wahren wollen. Und wie gesagt, ich würde gleich gern nochmal auf die USA eingehen. Aber wir haben natürlich mit dem europäischen Green Deal auch eine neue Strategie entwickelt, die gleich doppelt daherkommt. Auch darauf wurde schon verwiesen. Dekarbonisierung ist die eine, aber eine engere europäische Zusammenarbeit ist die zweite Dimension, die es in diesem Green Deal zu bearbeiten geht. Dazu gehört einerseits, und das wir stärker auch noch mal auf die Effizienz von Energie setzen, auch auf die Wiederverwertung, das noch mal deutlich machen, dass wir gemeinsam tun. Also eben auch sehr viel stärker noch als bisher kreislauforientierte Energiepolitiken betreiben. Etwa beim Thema Abwärme spielt das eine Rolle. Die zweite europäische Dimension, die wir bei Wasserstofftechnologien zu berücksichtigen haben, ist das die Frage einer stärkeren Elektrifizierung, wo es auch darum geht, dass wir vielleicht auch mehr noch auf Strom umstellen können, auf die Verstromung, um das eben dann auch sicherzustellen. Und dass wir dabei, und das ist, glaube ich, auch ein essentieller Punkt, den würde ich dann gerne Olaf Lies auch noch mal wieder mit an die Hand geben, welche Infrastrukturen können wir da eigentlich auch schaffen? Was müssen wir noch gemeinsam und vor allem auch grenzüberschreitend ausbauen? Die dritte europäische Dimension in dieser engeren Zusammenarbeit ist eben die Frage von sauberen Brennstoffen. Wir haben ja ehemals, und das ist ganz spannend, immer auch geglaubt, dass Kernenergie eine saubere Energie ist. Gerade Andreas Rimpus, der aus Nordrhein-Westfalen ja zu uns stößt, weiß, dass man im Ruhrgebiet gerade mit Kohle als Energieträger immer wusste, das ist eben kein so sauberer Energieträger. Und man hat sich bei der Kernenergie auch wenig Gedanken gemacht über die Folgen. Es war, man konnte nichts riechen, die Wäsche blieb weiß. Also wie gesagt, man hatte dann den Eindruck, Kernenergie ist sauber, ist sehr nutzbringend und vielleicht auch preiswert, weil man möglicherweise auch die Kosten, die damit einhergehen, sozialisiert hat. Und das ist aber, wie gesagt, auch eine Dimension, die es auf der europäischen Ebene zu berücksichtigen gilt. Damit wir schon ein bisschen Stoff haben für die Diskussion, würde ich gerne anregen, dass wir über zwei Pilotprojekte nachdenken. Das eine hat Andreas schon angedeutet. Warum nicht noch mal stärker über die Energieversorgung und den Energieverbrauch von Kreuzfahrtschiffen nachdenken? Wir wissen, dass damit ganze Häfen erstmal unter Dampf gesetzt werden, wenn so ein Kreuzfahrtschiff ankommt. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, weil ja auch Mobilität eine Frage ist, mit der wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Mobilität, Verkehre, aber auch Industrie und Infrastrukturen. Dass das möglicherweise ist, was wir vorwärts treiben, innerhalb der EU regionalspezifisches Pilotprojekt vorschlagen. Das ist nämlich die Frage der engeren Zusammenarbeit in den Grenzregionen. Hier würde sich doch anbieten, auch das nochmal an Andreas gerichtet, über die deutsch-niederländische und deutsch-belgische Grenze hinweg nochmal zu gucken, wie können wir eigentlich mit unseren europäischen Nachbarn uns jetzt schon so viel stärker vernetzen, dass wir das eben in der Tat auch vorantreiben und ausbauen könnten. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ich will aber neben der europäischen Dimension auch noch sagen, welche weltweiten Politik-Einflüsse es hat. Bleiben wir zunächst bei den USA. Viele haben das ja auch mitverfolgt. Und wie gesagt, die große Hoffnung, die sich ja mit der Wahl von Biden verbindet, ist, dass er anders als sein Vorgänger, oder sein zumindest dürfen wir annehmen, dass das sein Vorgänger ist, der ja eben aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, dass Biden wieder einsteigt und hier Entwicklungen mit vorantreibt. Unter Trump haben wahrscheinlich viele auch im Kopf, dass der ja auch das Ausschöpfen der Fracking-Gas-Quellen sehr stark vorangetrieben hat und dass wir möglicherweise hier auch noch neue ökologische Fragen zu beantworten haben. Das hat eben, wie gesagt, auch viele Wählerklientele von Trump bedient, aber dabei muss es nicht bleiben. Ich will auch noch mal einen Sprung machen in der Dimension und uns angucken. Ich komme noch mal zurück auf meine Erfahrung aus dem Oman.
Die Golfregionen erleben ja vielfach, dass sie auch in eine Wirtschaftskrise geraten, wenn sie eben nur auf die Förderung von Öl setzen und erschließen sich damit möglicherweise ja auch eine größere Variabilität in ihren eigenen Exportmärkten. Hier gilt es in der Tat, ein Projekt wie Desertec nochmal aufzunehmen und zu sagen, wo kann man eigentlich weltweit noch viel stärker als bisher kooperieren, wo bringt jeder eigentlich sein Know-how mit ein und kann das eben zu einem guten Ende auch zusammenführen. Ideen dazu gibt es jede Menge, nicht nur in den Golfstaaten, auch die Saudis etwa geraten ja unter Druck, die Vereinigten Arabischen Emirate, alle Länder, die inzwischen begriffen haben, dass sie nicht nur auf Ölexporte setzen dürfen, sind da möglicherweise auch möglich. Partner. Wie gesagt, aus der Not heraus gilt es auch, eine Tugend zu entwickeln und erfinderischer zu sein. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben, nur weil das die klassischen, für uns klassische Importländer starker Energieträger sind, das war Öl bisher ja auch, müssen wir auch den Radius nochmal erweitern. Inzwischen sehen wir, dass das auch in dem ganzen nordafrikanischen Bereich maßgeblich vorangetrieben durch Marokko, aber auch Tunesien und Algerien, auch Entwicklungen gibt, sehr viel stärker als bisher auf Wasserstoff zu setzen und das zu entfalten. Auch hier bietet sich an, ich nehme nochmal das Stichwort Desertec mit auf, eine engere Zusammenarbeit auszubauen in Forschung, Innovation, Entwicklung und vor allem auch in der Qualifizierung des Nachwuchses an die Adresse des Ingenieurs Olaf Lies gerichtet. Das sind eben, wie gesagt, auch ganz imposante Ziele, die wir weiter betreiben können. Und das macht eben auch nochmal deutlich, wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, dann müssen wir auch Qualifizierungsinitiativen weiter vorantreiben. Und da bietet sich eben die Wasserstofftechnologie wie kein zweites Themenfeld mit einer hohen Bedeutung an. Bleiben wir nochmal in dem Raum, dann sehen wir, wie gesagt, dass es da viele, viele Anhänger auch gibt, die das weiterentwickeln wollen. Wir müssen deshalb aber auch noch mal schauen, was heißt das für Innovation und Weiterentwicklung. Wir müssen sehr wohl dann auch gucken, Andreas Rimpus hat es schon angedeutet, wir sind einerseits Importeure von Energie, andererseits aber auch Exporteure, beispielsweise im Maschinenbau und im Anlagenbau, sodass wir eben dabei auch durchaus deutsche wirtschaftspolitische Interessen wahren können. Ich bin Berichterstatterin für die SPD-Fraktion für die Außenhandelspolitik. Und hier ist eine Dimension, die in den Blick geraten kann, die eben auch noch mal deutlich macht, das ist nicht einfach nur Goodwill. Das haben ja all diejenigen, die sich mit ökologischen Fragen befassen, immer als Vorwurf auch mit gleich sich anzuhören, dass man möglicherweise hier sozusagen Gutmensch sei. Nein, tue Gutes und rechne auch damit, dass es einen wirtschaftlichen Impact hat. Das zeigt sich eben auch noch mal ganz besonders bei der Wasserstofftechnologie. Erneuerbare Energien, das würde eben auch bedeuten, dass wir noch mal unseren Radius erweitern. Und damit komme ich zur abschließenden Dimension, die ich noch mal aufmachen will. Wir müssen uns auch angucken, wenn wir eine technologische Führerschaft behalten wollen, wo finden wir denn dann auch noch weitere Partner in Regionen, die wir bisher vernachlässigt haben. Und da muss man sagen, das ist ausgesprochen spannend und auch für uns in der Außenpolitik im Grunde ein bislang oder bis dato viel zu sehr vernachlässigter blinder Fleck. Das ist nämlich der ganze indopazifische Raum. Die Australier haben sehr weit entwickelte Technologien, die sie auch nutzen können, genauso wie wir uns stärker Japan zuwenden müssen und dann eben gucken müssen, wie können wir da eben enger kooperieren. Ich glaube, das macht Sinn, den Blick zu weiten, auch jenseits der Golfregion und das nochmal stärker aufzunehmen. Ja, wenn man so will, können alles, was wir im Bereich der Technologien wie ganz grundsätzlich, aber Wasserstofftechnologie im Besonderen, eine friedensstiftende Mission haben. Ich will dabei abschließend nochmal, wie gesagt, deshalb habe ich auch dieses Projekt vorgeschlagen oder den Blick darauf gerichtet, dass wir uns nochmal stärker angucken, was passiert eigentlich mit unseren Kreuzfahrtschiffen. Denn nichts
hat eine vergleichbare friedensstiftende Mission wie Tourismus einerseits, weil uns das verbindet. Und wir merken ja in der Corona-Krise, wie sehr uns das auch fehlt. Nicht nur, weil wir uns selber regenerieren wollen, weil es eine völkerverbindende Dimension hat. Zugleich wissen wir auch, dass Außenhandelspolitik eine friedensstiftende Mission hat und deshalb eben diese enge Zusammenarbeit auch so wichtig ist zwischen den Nationen auf der Ebene der technologischen Zusammenarbeit, weil Außenhandel immer deutlich macht, dass Nationen, die in Handelsbeziehungen miteinander stecken, einander eben immer weniger und selten auch bekriegen. Es gibt für die Konfliktprävention beispielsweise den Indikator, dass man sich anguckt, wie sehen eigentlich die Außenhandelsbeziehungen aus. Und wenn keine Handelsbeziehungen über nationale Grenzen hinweg bestehen, dann läuten alle Alarmglocken. Also die technologische Zusammenarbeit, der Import, der Export und das insbesondere für die so wichtige friedenspolitische Dimension des technologischen Imports, die ist eben ganz besonders wichtig, auch um das Verhältnis zu stabilisieren. Und wie gesagt, wenn wir enger kooperieren, wir hoffen ja alle darauf, dass wir ein durchaus verbessertes transatlantisches Beziehungsverhältnis hinbekommen, dann werden wir möglicherweise auch da nochmal Einfluss nehmen können auf die Versäumnisse der Vergangenheit unter Trump. Trump ist ja, wie wir bekanntlich wissen, nicht nur ausgestiegen aus der UNESCO oder aus dem UN-Menschenrechtsrat, sondern auch aus der WHO. Und hier nochmal, wie gesagt, auch zu appellieren, dass wir enger kooperieren müssen. Auch das wäre eine wesentliche Dimension, die wir mit der gesamten Wasserstofftechnologie auch enger verzahnen und verknüpfen könnten. Soweit erstmal meine Einlassung. Wir werden sicher gleich nochmal viele Punkte dazu auch noch mal in der Diskussion vertiefen können. Vielen herzlichen Dank. Wir haben tatsächlich ein Wahnsinnsthema mit sehr vielen Dimensionen. Sie haben es schon angesprochen, leider etwas wenig Zeit, um all diese Dimensionen zu diskutieren. Dazu sehe ich, im Chat geht es total ab. Da werden richtig viele Fragen gestellt und da werden auch schon eigene Diskussionen angestoßen. Ich möchte tatsächlich relativ bald dann auch dem Chat die Möglichkeit geben, sich einzubringen in die Diskussion, weil wir schon gemerkt haben, da sind auch wirklich viele Leute, die Ahnung vom Thema haben. Lassen Sie mich ganz kurz im Podium eine Sache ansprechen, und zwar bisher, wenn man das so gesehen und verfolgt hat, hat man ja den Eindruck, super, Wasserstoff ist die Technologie der Zukunft. Sie weist weit über das, was sie kann, hinaus. Sie könnte vielleicht unser Zusammenleben auf der Welt, unsere Handelsbeziehungen verändern, verbessern, umkrempeln. Nun gibt es aber auch, nicht auf diesem Podium, aber in anderen Orten, aber auch Leute, die das eher ein bisschen kritisch sehen. Auch Umweltverbände, auch Wissenschaftler sagen zum Teil, naja, also Wasserstoff kann möglicherweise nicht all diese Erwartungen, die an ihn gerichtet werden, dann auch wirklich erfüllen, weil er erstmal noch sehr teuer ist, wenn man ihn herstellt. Und lassen Sie mich ein paar von diesen kritischen Punkten zumindest nennen. Herr Lies hat es am Anfang auch angedeutet, dass er sagte, okay, also es gibt gerade große Begeisterung für Wasserstoff, aber es gibt auch die Leute, die sagen, naja, aber das nützt alles nichts, wenn wir nicht massiv unsere erneuerbaren Energien erstmal ausbauen. Und da tut sich gerade bei der Windenergie nicht so wahnsinnig viel, auch bei der Sonnenenergie nicht. Machen wir da Schritt 2, bevor wir Schritt 1 machen, also die Kür, bevor wir die Grundlagen schaffen? Gerne als offene Frage ans Podium. Na, ich glaube, wir machen nicht Schritt 2 vor Schritt 1. Wir müssen die Schritte parallel gehen. Wir können gar nicht warten. Wir haben gar keine Zeit mehr. Wir haben 2050 klimaneutral sein. Wir haben unglaubliche Herausforderungen für 2030. Und wenn wir ehrlich sind, nach den letzten Jahren und den Klimafolgen müssen wir eigentlich schneller sein als das, was wir uns da vornehmen. Und deswegen ist Wasserstoff ja nicht die Lösung, sondern Wasserstoff ist ein Instrument im Sinne der Energieübertragung und Nutzung und im Sinne des Stoffstroms, das wir nutzen können, um technische Lösungen auf den Weg zu bringen, die wir brauchen, sei es zur Speicherung, sei es zur Verarbeitung oder sei es eben auch zum Import. Ich habe das vorhin gesehen, das ist eine ganz spannende Debatte um Desertec, damals ja strombasiert, wenn wir eben bei dem Wasserstoff oder Methan, keiner sagt, wir müssen Wasserstoff importieren, wir können natürlich eine weitere Veredelung vornehmen, das muss man immer abhängig machen, vom Nutzungszweck eine Riesenchance. Das ist ein Baustein, um eine erfolgreiche Energiewende zu vollziehen. Und dieser Baustein einer erfolgreichen Energiewende ist notwendig, um erfolgreich Klimaschutz zu vollziehen.
Und das gemeinsam ist notwendig, um Klimaschutz nicht als Selbstzweck alleine zu machen, sondern auch um Wohlstand, Wachstum, Innovation, technische Produktion weiter zu ermöglichen. Also wenn wir das wirklich gemeinsam denken, dann führt das dazu, dass ohne den Baustein Wasserstoff die Lösungen nicht so schnell auf der Hand liegen wie mit dem Baustein Wasserstoff. Aber es ist völlig richtig, wenn wir weitermachen, so beim Ausbau der Erneuerbaren wie bisher, dann wird das nicht funktionieren. Und der Import von Energie ist nur etwas Zusätzliches, was wir brauchen. Er ist kein Ersatz für die eigene Produktion von erneuerbaren Energien und damit auch verbunden für die eigene Produktion von grünem Wasserstoff. Es gibt ja nun. Ja. Das ist genau richtig, was Olaf Wies gerade sagt. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir das eine tun, das andere lassen. Dürften. Gegenteil ist wahr. Wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Erneuerbaren, Wind und Sonne im Wesentlichen mit bezieltem Maße Biomassen auch in Deutschland angebaut und geerntet werden. Um das sehr deutlich zu sagen, denn nur wenn wir das System auch beherrschen, haben wir Exportchancen für unsere Technologien und wir müssen auch gucken, dass wir die Dinge auch deswegen machen, weil wir Wertschöpfung benötigen. Und die ist ja auch gegeben. Es ist ja nicht so, als wären die Offshore-Windparks, die Onshore-Windanlagen und die hoffentlich bald kommenden Onshore-Photovoltaikanlagen ineffizient wären. Das Gegenteil ist ja wahr. Die sind auch in Deutschland wunderbar betreibbar. Und wenn dann noch die Elektrolyseure dazukommen, die das Ganze speicherfähig machen, dann haben wir ein komplettes Angebot. Und insofern segeln wir auch hart mit dem Wirtschaftsminister in Berlin und sagen ihm sehr deutlich, wenn wir wollen, dass wir aus der Strom- und Energiewende machen, dann müssen die Ausbauziele für die Erneuerbaren, also für Wind und Sonne, nach oben gesetzt werden. Erstmal, es kann nicht sein, dass wir da Deckeldiskussionen haben, jahrelang. Dann haben wir jetzt endlich mal den Deckel so ein bisschen weggesprengt und schon kriegen wir bei der erneuerbaren Energiedebatte das Problem, dass wir festliegen auf einem Niveau, was aber, je mehr wir elektrifizieren wollen, also je mehr Ströme wir verwenden, gerade über welche Speichertechniken, wie gesagt, der Wasserstoff ist eine Möglichkeit dazu, wahrscheinlich die maßgebliche, dass wir also Wind- und Sonnenenergien einspeichern und nutzbar machen, dass wir da nicht sagen, wir brauchen mehr Anlagentechnologie. Natürlich, wir brauchen mehr Photopanels auf den Dächern und wir brauchen wesentlich mehr Windanlagen, sowohl an Land als auch offshore. Und das muss erkannt werden. Und wenn das nicht erkannt wird, dann machen wir einen großen Fehler, weil dann würden wir unsere Ziele, die wir 2050 auf Paris angenommen haben, international, aber auch die eigenen Ziele Europa 2030 und die nationalen, krachend verfehlen. Und wir würden im Rahmen des Effort-Sharing richtig ans Zahlen kommen. Und das Geld könnte man besser verwenden, indem wir die Infrastrukturen bauen, über die wir heute noch gar nicht so richtig gesprochen haben, nämlich über die Frage der Verrohrung und der Leitungen, die dafür verwendet werden müssen. Wie ist es denn, wenn ich noch den Punkt aufgreifen möchte, der hohen Kosten? Also bisher ist es ja doch sehr teuer, Wasserstoff herzustellen, zumal auch grünen Wasserstoff herzustellen. Gibt es da Ideen und Konzepte, wie man ihn billiger machen kann? Ich denke, da sind sich selbst die Befürworter der Wasserstofftechnologie einig. Also wenn das nicht ein bisschen billiger wird, dann wird das nicht die Zukunftstechnologie werden, auf die wir jetzt hoffen. Zumindest nicht in Deutschland, das stimmt. Wenn wir die nationalen Beaufschlagungen durch das EEG-System nicht reduzieren, wenn wir nicht bei der Frage der Stromsteuer etwas modifizieren, wenn wir nicht bei der Frage der CO2-Belastungen insgesamt modifizieren und das konkreter angestalten, dann werden in Deutschland die Investitionen nicht entstehen, aber sehr wohl in den Nachbarländern. Das muss man wissen, also auch in den Nachbarländern der EU, weil es wird diesen Weltmarkt für Wasserstofftechnologien geben. Es ist nicht mehr wegzudiskutieren. Wir können uns jetzt nur entscheiden, wollen wir Teil dieses entstehenden Marktes sein oder das eben nicht. Wollen wir Energien einkaufen irgendwann, um unsere Klimaziele zu erreichen, grundsätzlich, oder wollen wir eben auch auf der Anlagen- und Maschinenbauseite diejenigen sein, die die entsprechenden Qualitäts- und Arbeitsplätze anbieten können und damit dem Standort Deutschland eine Zukunft geben? Ich plädiere für das Letztere. Frau de Ridder oder Herr Lies noch dazu? Auch die Frage ganz konkret, wie macht man den Wasserstoff billiger? Wie kann man da die Rahmenbedingungen verändern? Na, ich glaube, wir haben ja schon mal eins, wir brauchen dafür die erneuerbaren Energien.
Und die erneuerbaren Energien heißt, wenn wir heute in Niedersachsen oder in Deutschland Strom mit Erneuerbaren herstellen, dann liegen wir bei Wind so bei 5 bis 6 Cent. Das ist sozusagen der Urpreis, den wir brauchen. Dafür können wir den Strom direkt nutzen oder dafür könnten wir eben auch grünen Wasserstoff herstellen. Fairerweise muss man sagen, der Strom ist ja nicht so teuer, weil die Herstellung so teuer ist, sondern weil Steuern, Abgaben, Umlagen da drauf liegen. Das Zweite ist, wir werden natürlich bei einer zunehmenden Form von Elektrolyseanlagen Skaleneffekte haben. Also große industrietechnische Anlagen werden viel günstiger sein als das, was wir heute haben. Und damit kommt man in der den Produktionskosten für den grünen Wasserstoff natürlich erheblich runter. Und jetzt kommt die Debatte, warum das natürlich auch spannend ist, nicht nur in Deutschland, sondern sich auch einen internationalen Blick zu öffnen. Also in den sehr sonnenreichen Ländern dieser Welt wird man bei Stromgestehungskosten landen von 1 Cent pro Kilowattstunde. Bei 1 Cent pro Kilowattstunde und den erheblich gesunkenen Kosten der Elektrolyseanlagen, da wird man extrem günstig grünen Wasserstoff herstellen können. Immer für die sinnvolle Anwendung und immer an dem richtigen Ort. Und das zeigt eben, dass der grüne Strom immer günstiger wird. Das ist ja erstmal wichtig, weil wir den direkt nutzen wollen. Aber damit auch die Produktion vom grünen Wasserstoff immer günstiger wird. Wir betrachten das sehr, sehr theoretisch heute, indem wir Strompreise uns ansehen, die ja künstlich verteuert sind und nicht die realen Gestehungsstrompreise sind. Ich bin begeistert. Jedes Mal, wenn ich zum Chat gucke, sind da wieder 10 Fragen mehr. Deshalb möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Liebe Linda, was tut sich im Chat? Was sind die allerwichtigsten Themen? Ah, Frau de Ridder noch kurz dazu. Okay, ja, dann stelle ich das zurück. Noch einmal das. Ja, ich will das nur kurz ergänzen, weil ich mit den anderen beiden da auch übereinstimme. Wir haben, wenn ich das richtig weiß und die Zahl richtig im Kopf habe, inzwischen eine Versorgung aus erneuerbaren Energien, die bei roundabout 38% liegt. Das müssen wir natürlich... Ja, für den Strombereich. Und das ist natürlich noch deutlich ausbaufähig. Aber Olaf Lies hat natürlich auch recht. Menge und Masse helfen nachher auch, den Preis zu reduzieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das irgendwie global zu denken. Ich gebe allerdings auch noch einen Hinweis, was die Kostenfrage angeht. Mir ist es lieber, wir haben erstmal Investitionskosten für neue Technologien, als dass wir nachher zahlen müssen für die Treibhausschäden, die wir uns eingehandelt haben. Das ist auch nicht kostenneutral, nur um das nochmal deutlich zu machen. Und mir ist es, wie gesagt, lieber, Innovation und Forschung zu alimentieren, als kaputte Umwelt wieder zu reparieren. Das ist möglicherweise sehr viel kostenintensiver. Und ich glaube, diese Abwägung, die müssen wir mutig ins Verhältnis zueinander setzen und dann eben nochmal überlegen, wie halten wir es denn mit Steuern, Abgaben und Umlagen und wo können wir da möglicherweise reduzieren und alles andere dann eben nochmal verteuern. Es gibt möglicherweise ein Anreizsystem, was wir uns stärker überlegen können und es gibt ein Sanktionssystem. Und wie gesagt, das müssen wir ins Verhältnis zueinander setzen. Vielen herzlichen Dank. Liebe Linda, der Chat, was tut er, was treibt er und was sind die Themen, die da am allerheißesten diskutiert werden? Ja, es ist total viel los im Chat. Ich würde das kurz wiedergeben, was sich so seit Beginn abgespielt hat. Es gab ganz viele Meinungsbilder zum Bereich Mobilität, als Minister Lies gesprochen hat, ob Wasserstoff im Auto oder Batterietechnologie, das wurde groß besprochen. Später ging es auch ganz viel um Energieeffizienz, um die Digitalisierung des Sektors, um die Effizienz in dem Bereich. Es ging auch viel um Industrie und woran sich aber die Diskussion schon aufgehängt hat, war letztendlich der Bereich Internationales, auf den ich gleich eingehen möchte, aber auch andere Fragen, die umweltpolitische Dimension direkt angesprochen haben. Ich würde einige Fragen aufgreifen und Sie gucken dann einfach, was Sie davon beantworten können. Es wurde unter anderem direkt an Olaf Lies gefragt zu den Erfahrungen in Niedersachsen, inwiefern wurden in der bisherigen Wasserstoffstrategie Betriebsräte, Gewerkschaften und Mittelstand mit eingebunden? Und welche Bedeutung hat die Transformation zu Wasserstoff eigentlich für den Arbeitsmarkt? Das ist etwas, was später auch wieder aufkam. Dann an Herrn Rimkus und Herrn Lies, wo die Frage stellt, warum wird der Ausbau der erneuerbaren Energie aktuell vom Ministerium von Peter Altmaier so stark ausgebremst? Dann gab es die Frage, warum warten wir eigentlich bis 2050, bis wir klimaneutral leben und wirtschaften? Warum riskieren wir eigentlich das Kippelement im Klimasystem unumkehrbar kippen? Dann kam auch die Frage auf, oder ist der Eindruck entstanden, dass gerade Energieversorger immer noch sehr
nicht so mutig sind, sich auf Wasserstoff einzulassen und auf die Anreize vom Bund einzugehen. Insofern stellt sich da die Frage, wie kann man das eigentlich initiieren, dass die Energieversorger da mutiger werden. Als Daniela de Ridder sprach, ging es eigentlich so richtig los. Und zwar hat sich der Chat entbrannt um die Frage nach dem Import von Energie, vom Wasserstoff. Hier hat Michael Buckrup die Frage auch aufgestellt mit der europäischen Dimension. Desertec wurde angesprochen, das wurde auch schon viel diskutiert. Hier gab es ganz viele Meinungsbilder dazu, dass man, wenn man solche Initiativen, die zwar gut sind, weiter ausbaut, dann müsste man eigentlich mit stabilen politischen Systemen zusammenarbeiten, die vielerorts nicht gefunden werden. Also insofern da die Frage, kann man das überhaupt weitermachen? Dann gab es ganz stark die Meinungsbilder, warum eigentlich importieren, ist das unter Energiewende zu verstehen? Auch die Meinung, Südeuropa hat genug Sonne, warum Strom aus Afrika für Afrika, das war ein Meinungsbild. Dann gab es aber auch die Nachfrage hinzu, und das richtet sich dann direkt an Daniela de Ridder, Afrika wird als wichtiger Partner für grünen Wasserstoff angesehen und die Idee, die dahinter steht, ist auch, dass man afrikanische Länder als Entwicklungsländer fördert. Wie gewährleistet man jetzt hier, dass der wirtschaftliche Aufschwung durch grünen Wasserstoff auch wirklich dem Großteil der Bevölkerung zugutekommt? Das ist eine Frage, die an Daniela de Ridder gerichtet ist. Genau. Und in Bezug auf den Import von Wasserstoff, das ging auch ganz stark in die Runde, ist die Frage, ob wir uns da nicht doch so sehr abhängig machen würden von anderen Ländern, wenn wir zu stark importieren. So, und ich gebe das mal in die Runde. Vielen herzlichen Dank. Wollen wir mit den außenpolitischen Fragen anfangen? Also gerade gerne, Sie sind explizit angesprochen worden, Frau de Ridder, die Frage, die sich so um die Länder in Afrika herum bewegt. Ne? Die Frage, machen wir uns von denen zu sehr abhängig? Auch die Frage, wie können wir denn garantieren, wenn es da einen möglichen Aufschwung gibt, dass der dann auch wirklich den Leuten zugutekommt? Und auch die Frage, sollte Strom oder Wasserstoff, der in Afrika produziert ist, dann nicht den Ländern selber zur Verfügung stehen und gerade nicht nach Deutschland importiert werden? Sie haben das Wort, viele spannende Themen und wir sind gespannt auf die Antworten. Ja, also ich finde das eine hochspannende Frage. Aber wenn wir uns internationale Beziehungen angucken, müssen wir immer berücksichtigen, das sind Austauschbeziehungen. Und wie gesagt, wenn wir auch wollen, dass das eine Politik auf Augenhöhe ist, dann muss man das auch auf Augenhöhe betreiben. Will sagen, die einen haben Wind, die anderen haben Sonne. Im Falle von Desertec hat sich das ja erwiesen. Aber was wir anzubieten haben, ist doch im Gegenzug auch Qualifizierung, Bildung, Entwicklung, Ausbau von Maßnahmen. Und wir wissen das gerade, denn ich bin Spezialistin für den maghrebinischen Raum, zu dem ja auch Marokko und Algerien und Tunesien gehören. Wir wissen, dass dort auch eine große Arbeitslosigkeit unter den jungen Akademikern gehört, weil die eben so nicht qualifiziert sind, wie sie das für den Arbeitsmarkt auch im Bereich der neuen Technologien bräuchten. Hier können wir eine Tauschbeziehung eingehen, von denen beide Seiten etwas haben, wo wir auch gemeinsam was entwickeln können. Und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir das eben, wie gesagt, auch unter einem größeren Fokus betrachten. Die zweite Frage zielte ja darauf, schaffen wir nicht neue Abhängigkeiten für uns? Ja, die Gefahr besteht immer. Und ich finde, wir müssen uns ehrlich machen an der Stelle. Wir haben heute schon Abhängigkeiten und man kann sich möglicherweise denjenigen, von dem man da abhängig ist, nicht immer ganz aussuchen. Charles de Gaulle hat mal gesagt, es gibt keine Freundschaften unter Staaten, es gibt aber sehr wohl Interessen. Und wir haben natürlich irgendwie das Interesse, dass wir friedlich miteinander leben, aber dass wir auch unsere energiepolitische Versorgung sicherstellen. Und dazu gehört es auch, dass wir überlegen, wo können wir möglicherweise unter oder im Rahmen, im Konzert von klimapolitischen Fragen so etwas wie Good Governance unterstützen. Also, dass wir auch mit bestimmten Kriterien arbeiten, unter bestimmten Bedingungen auch sagen, wir wollen eben nicht, dass die enge Zusammenarbeit nur den lokalen oder den spezifischen korrupten Eliten dient, sondern dass es beispielsweise in die Breite geht und dann eben tatsächlich hilft, Fluchtursachen zu vermeiden. Ich kenne die Diskussion, Andreas Rimpus wird sie auch kennen und Olaf Lies erst recht, wenn wir die Diskussion beispielsweise um Nord Stream 2 verfolgen, dann heißt es immer, ihr seid jetzt abhängig von russischem Gas.
Das ist nicht ganz falsch, es ist aber auch nicht ganz richtig. Aber wir müssen eben sehen, natürlich gibt es immer Abhängigkeiten und Interdependenzen, aber wir wollen ja das Feld erweitern, damit wir auch hier Diversität haben und eben, wie gesagt, nicht nur sozusagen eine einzige Quelle haben, aus der wir irgendwie schöpfen können, sondern unterschiedliche Formen der Energieträgerschaft. Und wie gesagt, allein nur von russischem Gas abhängig zu sein, das ist mit Sicherheit irgendwie keine befriedigende Lösung, auch für die Zukunft nicht. Und wir bleiben ja auch dabei. Wir wollen die Energieform durch erneuerbare statt fossile Energien ja auch ausbauen, sodass wir ein breites Feld entfalten können, was sicher außenpolitisch auch relevant ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir wirklich auch an Good Governance-Strukturen weiterarbeiten müssen, um, wie gesagt, da auch politische Prävention zu betreiben. Und das gehört eben mit in diese Dimension hinein. Lassen Sie uns für die nächste Frage zurückkehren aus den Weiten der Welt und den Wüsten Afrikas mit ihrer vielen Sonne nach Niedersachsen. Es sind viele Niedersachsen im Publikum, die sich hier zugeschaltet haben, die zuhören. Und darum die Frage gerne an Herrn Lies. Wie genau würde sich das auf den Arbeitsmarkt in Niedersachsen auswirken? Und auch verbunden damit war die Frage, sind eigentlich Betriebsräte und Gewerkschaften der Mittelstand einbezogen worden in die Ausarbeitung der Wasserstoffstrategie? Ja, wir haben ja unterschiedliche Ebenen. Wir haben eine Strategie auf der Bundesebene, wir haben aber auch eine niedersächsische Strategie oder eine norddeutsche Strategie, dazu noch regionale. Das geht für mich gar nicht ohne die Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften in zweierlei Hinsicht ein extrem wichtiger Partner sind. Zum einen, weil es um den Erhalt von Beschäftigung geht. Bleib mal bei dem Beispiel der Stahlindustrie. Wenn wir den Umstieg auf grünen Stahl nicht schaffen, dann wird es spätestens 2035 keine Stahlindustrie mehr in Deutschland geben, weil die Produktion von Stahl viel zu teuer ist mit den CO2-Emissionen. Aber mit grünem Stahl wäre das möglich. Das heißt, das ist eine deswegen die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, weil wir damit natürlich eine Grundlage schaffen, auch Beschäftigung zu sichern, also Klimaschutz als Chance zu begreifen, als sozusagen Investitionen in Innovation und Sicherung von Beschäftigten. Und das Zweite, warum die Gewerkschaften natürlich ein unheimlich wichtiger Partner ist, das zu transportieren auch. Weil es gibt natürlich Vorbehalte. Der Chat ist super spannend, weil es sind ja viele kritische Fragestellungen auch dabei. Gerade weil das Thema Stahlindustrie ohne Import am Anfang nicht gehen wird, weil wir große Mengen brauchen. Also da nochmal die Botschaft auch zu transportieren, die Gesellschaft hinein. Und deswegen machen wir diese Strategien gemeinsam. Wir haben jetzt übrigens in Niedersachsen, das finde ich bezeichnend, einen gemeinsamen Beschluss, den wir gefasst haben, mal ganz am Anfang zwischen der IGBCE, dem VCI, dem Verband der Chemischen Industrie, den Unternehmerverbänden und dem Umweltministerium, dann kam der Wirtschaftsminister dazu und dann sind alle vier Fraktionen des Landtages dazu gekommen, völlig losgelöst, ob sie gerade Regierung sind, Regierungsmehrheiten bilden oder Opposition sind, weil sie gesagt haben, wir wollen dieses Thema losgelöst von politischen Mehrheiten voranbringen. Und das, finde ich, ist ein starkes Zusammengehen. Aber, und da brauchen wir die Gewerkschaften erst recht, es geht nicht ohne den Zubau und Ausbau der Erneuerbaren. Denn das sind auch Arbeitsplätze. Ich komme aus einer Region im Nordwesten Niedersachsens, wo das Unternehmen Enercon ist, mit vielen Schwierigkeiten mit dem Thema Gewerkschaften, das ist uns bewusst, aber mit vielen zigtausenden von Arbeitsplätzen, die entstanden sind, die alle verloren gehen, wenn der Ausbau der Erneuerbaren nicht vorangeht. Und ich will den Ball nur aufgreifen, weil es ist wirklich die Verantwortung von Peter Altmaier, der mit seiner Debatte um Strompreisbremse den Eindruck vermittelt hat, als seien die erneuerbaren Energien die Kostentreiber des Stroms. Und das ist völlig falsch. Die erneuerbaren Energien mit der großen Menge haben dafür gesorgt, dass der Börsenstrompreis immer weiter gesunken ist. Nur die Differenz am Ende dann sozusagen gestiegen ist zu den Einspeisevergütungen der Erneuerbaren. Die Erneuerbaren sorgen dafür, dass ich mit 5 Cent, 6 Cent Energie erzeugen kann, kein Kohlekraftwerk, das unter 12 können und kein neues Kernkraftwerk unter 25 Cent. Also diese falsche Botschaft, diese Erneuerbaren in die Ecke zu schieben, die machen die Energie teuer. Das ist völlig falsch und wir brauchen endlich eine Umkehr davon. Die Erneuerbaren sichern verlässlich die Energieversorgung, sie machen Energieversorgung bezahlbar und sie sichern Klimaschutz und eine solche positive Botschaft, die muss mal einhergehen, aber wie das manchmal so ist, so negative Botschaften, die er gesendet hat, wie Strompreisbremse, die sind unheimlich stark in den Köpfen noch verhaftet. Es gibt ja
Wir haben nur kleine Anmerkungen am Rande. Also im Chat haben wir noch ungefähr 25 bis 50 Fragen, die alle sehr spannend sind. Nur wir haben nur noch maximal 5 Minuten, die wir noch überziehen müssen. Eine Frage möchte ich noch ganz kurz aufgreifen. Also Herr Lies sagte ja auch vorhin, es gibt diese einen, denen das eigentlich alles zu schnell geht. Und dann gibt es aber auch die Leute, denen das alles zu langsam geht, unter anderem hier im Chat. Und die fragen, warum machen wir eigentlich, warum geht es nicht schneller? Warum setzen uns diese Ziele, klimaneutral zu werden, erst für 2050? Ist es da nicht für die Erde möglicherweise schon zu spät? Auch das nochmal offen in die Runde. Die Frage, geht es nicht irgendwie schneller? Schneller geht immer. Da bin ich auch sehr für zu haben. Vielleicht ist das mal das Problem. Es ist relativ leicht. Ich habe ganz, ganz intensive Diskussionen auch mit den jungen Leuten von Friday for Future. Die sagen mir, Herr Lies, das ist alles schön, was Sie sagen, aber es ist alles 15 Jahre zu spät. 2035 müssen die Kohlekraftwerke abgeschaltet sein, müssen wir die fossilen Energie beendet haben und müssen wir das ausschließlich erneuerbar haben. Und ehrlicherweise habe ich gar nichts dagegen. Ich bin der Letzte, der was dagegen hätte. Ich glaube nur, angesichts der Erfahrung der Kohlekommission und der realistischen Umstellung und des Dauerns, bis wir überhaupt Erneuerbare ausbauen und der Tatsache, dass wir eigenverantwortlich sind und das nicht nur auf andere Länder schieben dürfen, ist das nicht realistisch. Also mit Nachdruck, dass wir schneller werden. 2050 ist aus meiner Sicht angesichts der Kipppunkte, über die wir ja auch schon gesprochen haben, zu spät, weil sie den Effekt des Klimawandels unglaublich beschleunigen werden. Also alles, was geht, um es schneller zu machen, ist richtig. Auch sozusagen alles, was geht, um verständlich zu machen, warum wir schneller werden müssen, ist deutlich. Also ich hänge wahrlich nicht an 2050 und empfinde das nicht als ausruhen und langsam, sondern der Widerstand, den ich erlebe für jedes Windrad, für jede Stromleitung, für jede Installation von Industrie, in einer Gesellschaft, die manchmal dieses Gefühl vermittelt, es ist doch alles gut, man hört doch auf, warum müssen wir denn ständig was ändern? Das ist das, wogegen ich ankämpfe, und wenn ich da mehr Rückendeckung bekomme und wenn mehr Leute sagen, es muss schneller gehen, ich bin gerne mit dabei und bin gerne dafür, dass es schneller geht. Eine technische Nachfrage gibt es noch, die möchte ich jetzt doch noch schnell stellen. Und zwar die Frage, das Erdgasnetz soll genutzt werden, um Wasserstoff zu verteilen. Funktioniert das? Ja. Genau. Gut. So kurz kann man es beantworten. Kann heute. Ich das sagen. Wir stellen gerade um vom LFA-Gas. Wir bekommen Pipelines frei. Das ist machbar. Mit relativ wenig Aufwand ist das machbar. Wir starten mit einem sogenannten Wasserstoff-Startnetz, 700 Kilometer etwa, das ist problemlos machbar. Die Versorger und die Netzbetreiber wissen, dass das geht. Ich habe im Chat ja verfolgt, dass auch klar ist, Stadtgas ist übrigens auch zum großen Teil tatsächlich Wasserstoff, das muss man wissen. Das versteckt sich eben nur, weil es eben beigemengt ist. Im Übrigen sind auch Kraftwerke, die heute noch als GOD-Kraftwerke, Gaskraftwerke daherkommen, H2-ready. Die können auf Wasserstoff umgestellt werden, immer mehr. Auch Beimengungen sind möglich. Das Ganze ist einer der Punkte, die eben auch deutlich machen, wir können nicht ausschließlich auf eine Technik setzen. Das sollten wir auch nicht, sondern wir sollten gucken, dass das Zeug dahin geht, wo es am besten eingesetzt werden kann. Und deswegen ist das auch eine Frage der Allokation, also der Frage, wie viel können wir uns leisten, was schafft die Volkswirtschaft, wann umzusetzen. Die vorhandenen Assets müssen geschützt bleiben. Die zukünftigen Assets müssen finanziert werden können in Deutschland. Die Investitionen sollen ja entstehen. Wir wollen weiter Autowerke haben zum Beispiel. Das ist klar, dass wir die Individualmobilität sozusagen zurückdrängen, immer mehr. Wir sagen, immer mehr muss öffentlich erledigt werden mit geteilten Systemen, öffentlicher Personennahverkehr, Sharing-Systeme. Was verbleibt, soll elektrisch sein. Dann ist die spannende Frage, welche Technik haben wir für die Einspeicherung? Dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten heute schon gelernt und gehört. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ausschließlichkeiten bedeuten, wir laufen in eine Tailpipe. Tailpipe bedeutet, wir könnten in Carbon Leakage hineinlaufen, wir könnten Schwierigkeiten bekommen, wir sollten offen bleiben und das können wir auch, weil wir den Beweis angetreten haben, schon vor 20 Jahren, als wir das EEG umgesetzt haben, haben uns alle Menschen in der Welt für verrückt erklärt und gesagt, das schafft ihr im Leben nicht. Eine Industrienation will umstellen auf erneuerbare Energien. Und siehe da, wir haben es geschafft. Und wie es davon berichtet, der Börsenpreis ist deswegen so niedrig, weil wir auch die Erneuerbaren so preisgünstig gemacht bekommen haben. Wir können heute Ausschreibungen fahren und auch zubewilligen, wo wir mit 1-2 Cent Mehrkosten arbeiten. Das heißt, es ist so, dass die Technik sich etabliert hat, ist im Massenmarkt vorhanden. Jetzt wollen wir die Speichertechnik in den Massenmarkt hineinbringen, bei den PKWs. Und die weiteren Dinge kommen. Deswegen
bloß nicht diese Ausschließlichkeit. Ich sehe ja im Chat, was los ist. Herr Pimkus, ich muss leider reingehen, uns rennt die Zeit davon. Ich möchte an dieser Stelle zweierlei. Also erstmal Ihnen allen danken fürs Zuhören, für die rege Beteiligung im Chat, im Diskutieren. Ich denke, es ist deutlich geworden, wir haben hier Impulse und Denkanstöße gesammelt. Es sind noch viele Fragen und Diskussionen offen, die uns weiter begleiten werden und auch weiter begleiten sollen, denn wir befinden ja uns auch in einem Prozess, in dem sich eine Gesellschaft findet in den neuen Technologien. Lassen Sie mich noch eine Mini-Schlussrunde machen, ganz kurz. Gibt es für Sie persönlich so wie etwas wie ein Lieblingsprojekt im Bereich Wasserstoff, wo Sie sagen, das ist echt, das finde ich richtig cool und das sollte man unbedingt zuallererst angehen? Beginnen Sie ruhig, Frau de Ridder. Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist für Akzeptanz sorgen. Also ich hätte gerne so ein großes Projekt, eine große Kampagne, wo wir deutlich machen, bei dem Erwartungsmanagement, was wir ja auch mit betreiben müssen, welche Chancen darin liegen, wenn wir das machen. Und dann hätte ich gerne so ein paar, wie sagt man das neudeutsch, Opinion Leader, die sagen, ich bin, der Andreas Rimpus ist so einer, aber Olaf Lies auch, ich bin ein Wasserstoffbotschafter und ich möchte gerne, dass sich das weiterentfaltet. Wir haben nämlich im Chat gesehen, dass es den einen oder anderen Hinweis auf die Autoindustrie gab. Und vielleicht haben die beiden mit mir zusammen dann auch die Chance, mit all den Teilnehmern, die jetzt mit dabei waren, auch diesen Push nochmal aufzunehmen und das auch in Richtung Industrie weiter zu entfalten. Vielen Dank. Mein Lieblingsprojekt ist dafür zu sorgen, dass meine beiden Kinder eine gute Zukunft haben und die gute Zukunft erreichen sie, wenn wir exzessiv ausbauen erneuerbare Energien. Ich will Wind- und Sonnenenergie ernten dürfen. Ich möchte, dass wir die Photovoltaikdächer ausgebaut bekommen in Deutschland. Da machen wir viel zu wenig. Ich will Wind onshore haben im gebotenen Maß. Akzeptanz spielt eine Rolle. Wind offshore hat einen riesengroßen Hebel. Der Wasserstoff ist der Link dazu. Wir dürfen nicht von Kohle und von Champagner reden, sondern wir brauchen Mineralwasser für alle. Herr Lies, der Kreis schließt sich. Sie hatten das erste Wort, jetzt haben Sie auch das letzte. Genau, das Mineralwasser hat mir gut gefallen, Andreas. Das ist wirklich wunderbar. Ich will zwei nennen. Eins, das wir schon auf den Weg gebracht haben, erfolgreich, das habe ich schon als Wirtschaftsminister vor 5 Jahren gemacht. Wir haben gesagt, wir werden CO2-frei mobil sein müssen, haben den ersten Wasserstoff-Brennstoffzellenzug in Niedersachsen für ganz Deutschland auf den Weg gebracht. Der war sogar in den New York Times als eines der 50 interessanten zu besuchenden Orten weltweit. Also der Anfang gemacht, du musst es zeigen, die Menschen müssen es erleben und müssen mit Begeisterung sehen, es geht, weil eine Oberleitung zu bauen und Feststellungsverfahren durchzuführen, dauert viel zu lange in unserem Land. Es muss schneller gehen. Und das zweite Projekt, ich liebe es deshalb so, weil es so groß ist, weil es so eine Perspektive hat, ist tatsächlich der grüne Stahl. Weil der zeigt, dass wir das, was Deutschland stark gemacht hat, die Grundstoffindustrie, die starke große Industrie, die können wir zukunftsfähig und klimaneutral machen. Und wenn uns das in der großen Industrie gelingt, dann gelingt es uns auch im Mittelstand und in den normalen kleinen Anwendungen, die wir haben. Und deswegen sind das so meine zwei Lieblingsprojekte. Das eine, was schon fährt, und das andere, an dem wir noch arbeiten müssen. Vielen Dank Ihnen auf dem virtuellen Podium, Ihnen allen an den Bildschirmen überall in Deutschland. Genießen Sie den Abend und ich denke, an der einen oder anderen Stelle in der anderen Diskussion werden wir uns möglicherweise wiedersehen. Ihnen allen einen schönen Abend. Genau, einmal winken wir noch alle in die Kameras. Ja.